Wir in World Cafe Europe spezialisieren uns auf Großgruppendialog mit 100, 200 Personen. Und ja, wir suchen ständig also nach neuen Sachen, die die Kommunikation verbessern könnte. Und einmal haben wir gedacht, ja, dieses Mal werden wir Musik einführen. Und wir haben gedacht, ein Chor, ja, Chor wäre das. Irgendwie dann integrieren wir das in dem Gespräch. Und mit dieser Inspiration sind wir zu einem Professor von Musik gegangen. Und er hat gesagt, nein, ein Chor, gar nicht, das auf keinen Fall, das ist zu hierarchisch, passt zu eurem Konzept nicht. Denkt an Rhythmics, hat er uns empfohlen. Rhythmics ist eine Disziplin von über 100 Jahren, die eine Mischung zwischen Bewegung und Musik ist. Und durch diese Idee ist Kinturi entstanden. Ja, und wir wussten, dass wir was Besonderes hatten. Weil nicht nur hatten wir jetzt Gespräche, sondern auch Musik und Bewegung. Und wir wissen, dass die meisten Menschen kommunizieren nicht nur verbal, sondern hauptsächlich auch nicht verbal. Und jetzt hatten wir die Kombination. Aber was sollten wir diese Sache nennen? Was konnte der Name sein? Einen Abend saßen wir mit einer Freundin von uns, die Wörter begeistert ist, und dachten, okay, was nennen wir das? Und sie hat uns gefragt, kennt ihr Proto-Indo-Europäisch? Nein, klar nicht. Also das ist die Sprache, die in Europa gesprochen worden ist, bevor die modernen Sprachen gab. Und darunter, die Nummer 4, heißt Kelturi.